man sich anhand von der Leistungskurve vorstellen. Am Anfang in den unteren Drehzahlregionen steigt die Leistungskurve langsam an. Und dann, wenn der Resonanzbereich kommt, das erklärt der Langkopf dann mal genau, was das ist, dann kommt praktisch schon eine Leistungsexplosion und dann steht die volle Leistung an bis in die oberen Drehzahlregionen. Der Vierachser, das ist ein wenig angenehmer zum Fahren, weil der eine lineare Leistungsleitung hat, der hat praktisch in jedem Drehzahlbereich Leistung. Also quasi er kann aufs Hinterrad kommen, wenn er bloß am Gas zieht. Ich muss warten, bis ich die richtige Drehzahl habe, weil... Ich bin total begeistert, aber ich bin wahnsinnig aufgeregt.